heute sehr gerne mit euch Hockergymnastik machen. Dazu gibt es ein paar kleine Übungen, die ihr euch selber zusammenstellen könnt, die auch mehrmals machen könnt, immer öfter wieder in den Tag vielleicht einbaut. Intensivien brauchen wir vielleicht zwei kleine Wasserflaschen oder große Wasserflaschen. Wenn ihr habt, einen Tennisball, einen anderen Gegenstand geht auch. Und ich habe wieder mein kleines Reissäckchen für euch mitgebracht und damit starten wir. Das Reissäckchen locker quasi in den rechten und linken Arm werfen. Dabei ziehen wir die Ellbogen und Schulter zurück. Nacken bewegen wir ganz sanft mit. Auch hier wieder ganz wichtig, wir schauen immer zur Decke und wieder runter. Dazu wird es dann auch manchmal zu unkontrolliert oder schwindelig. Unser Kreislauf muss ja auch mitmachen. Wichtig ist, dass wir hier immer wieder auf Augenkontakt, ganz normale Augenhöhe achten. So entspricht auch der Nacken in seiner normalen Mobilität mitzumachen. So, nachdem wir das ein paar Mal gemacht haben, Schulterarme leicht anmobilisiert haben, warm gemacht haben, geht es in die Drehbewegungen. Das Schultergelenk dreht mit raus. Wir setzen gut und fest auf unser Hocker. Und dann auch mal andersherum. Und dann kommen gleich schon die Beine mit dazu. Und zwar geht es in die sanfte Drehbewegung. Ihr nehmt die Beine mit, gebt immer wieder an. Oder ihr sagt, ich gehe nicht nach hinten. Und ich mache hier eine schöne 8. Dazu kann man auch hier wieder sagen, große Schulterbewegung. Jetzt mache ich das nochmal mit nach hinten abgeben. Sehr schön. Und dann wieder nach hinten angeben und die Beine locker mitnehmen. Das könnt ihr selber variieren. Hauptsache ist, dass der ganze Körper jetzt so ein bisschen warm wird, dass wir mal die großen Gelenke durchbewegen. Und dann bleiben wir vorne. Marschieren mit den Füßen quasi im Sitzen am Platz. Schauen wir mal von rechts nach links. Machen das jetzt ein bisschen langsamer. Achten darauf, dass wir hier eine Linie finden. Dass wir die Schultergelenke spüren, Schulterblätter spüren. Und dann bleiben die Beine fest im Boden. Dann kann die eine Schulter ganz alleine kreisen. Den Nacken holen wir wieder nach vorne, die andere Schulter geht nach hinten. Große Bewegungen, Drehbewegungen aus der Schulter. Absenken, Hintenübergabe oder Vorneübergabe. Wir wechseln, das sanfte Gewicht ist auf der anderen Seite, den Nacken holen wir wieder ran und dann wieder die sanfte kleine Drehbewegung nach hinten. Sehr schön. Ein paar Sekunden und dann lösen. Locker. Anheben, Übergabe, hinten. So, jetzt gehen die Beine mit, ich strecke sie aus, arbeite parallel, die Ferse auf dem Boden, den Oberschenkel lang machen. Schulter anheben, die Wirbelsäule strecken. Entweder machst du es langsamer, finde dein eigenes Tempo oder mein Tempo sagt dir zu und du kommst wieder mit. Zweimal noch, einmal noch und dann lösen wir locker. Sandsäckchen geht rund. Die Wirbelsäule wird rund. Auch hier achtet drauf, dass dein Kopf zur Verlängerung der Wirbelsäule ist. Das heißt also nicht hier runternehmen, sondern wenn ihr eure Wirbelsäule leicht einrollt, leicht gibt, dass der Kopf quasi im Blickbereich ist. Die Wirbelsäule wird rund. Ein- und ausatmen. Zweimal noch. Übergabe, Seitenwechsel und dann bleiben wir hier, Sandsäckchen kommt tief, Hände abstützen, lösen locker, Schulter zurückholen und auch hier jetzt wieder durchmobilisieren. Rund werden, lang werden. Sehr gut. Zwei, dreimal noch und dann lösen und locker. Beine ein bisschen mehr durchbewegen, stellt euch kurz hin. Lockert sie aus, sodass der Beuger wieder ein bisschen lockert und dann setzt ihr euch wieder hin.
Das kannst du jetzt 3-4 Mal machen. Immer wieder aufstehen, so ein bisschen durchlockern und dich wieder hinsetzen. Deine Mitte finden. Diese lockere Übung immer wieder ein bisschen mit einbauen, weil zu lange sitzen, da spürt man schon den Beuger, weil wir ja auch nachher noch ein bisschen was für die Beine mit integrieren. Sehr gut. Ein letztes Mal. Auslockern, ausschütteln. Und bevor ich mich hinsetze, hole ich mir die beiden kleinen Gewichte, die Wasserflaschen. Und dann setze ich mich wieder hin. Jetzt gehen die Füße ein kleines bisschen weiter nach außen. Füße, Knie. Und ich sitze gut mittig noch mehr auf meinem Hocker. So, in eine große Bewegung gehen beide Arme zueinander, vertikal und wieder zurück. Jetzt ist die Wirbelsäule gestreckt, Gesäßmuskeln sind angespannt, Bauchnabel ziehst du ein. Wir wollen hier jetzt versuchen, den Winkel zu verändern. Also, wir heben an, wir kommen ein bisschen in die Tiefe, gehen wieder zurück und die Schulter kommt wieder runter. Könnte man den Nacken noch ein bisschen mit lockern, wieder Spannung aufnehmen, Arme, Schulter in den Rückenstrecker, wieder zurück und Schulter. Ich mache das jetzt noch einmal, Rückenstrecker, wieder zurück, Schulter tief. Schulterblick, lösen, lachen. Eine kleine Variation. Wir versuchen in dem Strecker zu bleiben. Ziehen die Ellenbogen ran. Und wieder zurück. Ziehen. Die Wirbelsäule bleibt auf Spannung. Der Latissimus, dadurch, dass die Schulter und die Ellenbogen zum Körper kommen, bearbeiten wir jetzt den großen Mantel, der unsere Wirbelsäule umhüllt und wieder zurück. Ja, das ist noch eine Variation, die ihr dazu nehmen könnt. Jetzt kommt eine neue Variation. Das heißt, die Arme sind wieder oben. Ich gehe wieder in den Rückenstrecker. Jetzt öffne ich die Schulter. Wie du siehst, sind die Ellenbogen lang. Die Schultern sind tief. Wir drehen raus. Und jetzt geht es in die Kipplage. Ganz schön vorsichtig. Drehe ich in eine ganz sanfte Rotation, streckt die Wirbelsäule, macht wieder die Pausen, kommt zurück, Nacken, Schulter locker, okay? Wieder in den Rückenstrecker, Schulter außen, die Rotation, sehr schön. Und einmal zeige ich dir die Übungen hintereinander weg. Wir sitzen gut. Wir atmen ein. Und wir atmen aus. Rückenstrecker. Sehr schön. Anziehen. Schulterblick. Die zweite Variation. Arme gestreckt. Abholen. Der Rücken bleibt auf Spannung, die Ellenbogen ziehst du weiter ran. Ich mache es noch einmal. Das kannst du entsprechend selber wiederholen. Kommst zurück, lösen, lockern. Schulterblick immer wieder, den Nacken lockern. Die dritte Variante war die sanfte Rotation. Die Rückenwirbelsäule ist gestreckt. Und dann gehst du in deine Rotation. Langsam. Vorsichtig, sehr schön, lösen, lockern. Diese drei Varianten, da haben wir nochmal richtig den kompletten Oberkörper in Einsatz, können dann alles nochmal durchgehen und wiederholen. Wichtig ist wieder auslockern, ausschütteln, achtet wieder drauf, dass ihr wieder rauskommt, ein paar Mal in den Beuger, euch wieder hinsetzt, wieder aufsteht. Sehr gut. Der Oberkörper macht eine kleine Pause. Ich mache noch einmal das Auf- und Runtersetzen. Und dann bleibe ich noch mal kurz im Hocker sitzen. Und zwar ein bisschen die Beine noch ein bisschen weiter anziehen. Oberkörper bleibt entspannt. Ferse, Hacke, Spitze. Und Beinwechsel, Hacke, Spitze.
Oberschenkel spüren wir. Sehr gut. So, jetzt geht es ein bisschen mehr in die Hüfte. Stellt euch eine 8 vor. Malt diese 8. Öffnet aus den Außen- und Innenrotoren. Auch die Hüfte ist ein Drehgelenk. Ist ein Drehgelenk genau wie eure Schulter. Ja, wir öffnen, wir schließen, wir drehen hoch und runter. Holen ihn ab. Die andere 8. Schöne große 8, kleine 8, weite 8, schmale 8. Das könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Jetzt mit beiden. Da kommen jetzt die Bauchmuskeln dazu. Und zwar, jetzt geht's los. Spannung, Wirbelsäule, Bauch. Beide Beine arbeiten. Wir ziehen schöne große 8. Noch 4, noch 3, noch 2, 1. Lösen. Und locker. Sehr schön. Prima. Wenn ihr zu Hilfe habt, einen kleinen Tennisball für die hinteren Muskelketten. Und zwar zeige ich dir das einmal ganz kurz. Ohne ein Equipment, dann kannst du noch einen Tennisball dazu nehmen oder noch einen kleinen anderen Widerstand dazu einbauen. Ganz entspannt erstmal hier auf dem Hocker. Beide Knie sind gebeugt. Ellenbogen, Schulter gehen nach außen. Im Stand, ganz wichtig auch erstmal mobilisieren. Nachdem du das ein paar Mal gemacht hast, hast du hier eine gute, stabile Lage. Schließ beide Beine, sodass du wirklich fest und gut mittig stehst. Dann nimmst du ein Bein weg, mobilisierst auch hier wieder den Beuger, den Oberschenkel und achte drauf, dass ihr das Knie nicht höher als euer Gesäß sitzt. Ich mache es mal einmal falsch. Dann könnt ihr nämlich sehen, wie sich quasi die Spannung unangenehm aufbaut. Wenn wir das Knie weiter nach oben ziehen, dann drückt es ziemlich hier im Bereich des Lendenwirbels, des Wirbelsäulengelenks. Und das tut nicht gut. Außerdem neigt man dazu leicht, dann in die Außenrotoren zu gehen. Dann hat man eine Drehbewegung in der Kniescheibe und in der Wirbelsäule. Das ist nicht so schön, nicht so angenehm. Das heißt also, gerne auf eine Linie arbeiten. Aber jetzt achte drauf auf das Beugen. Hier schön das Knie anziehen, Bauch zieht ein und dreht wieder raus. Haltet den Oberkörper stabil und konzentriert euch jetzt nur auf das gebeugte Bein. Jetzt habe ich die Ferse angezogen. Das heißt, die hintere Schenkelmuskulatur, also hier in dem Bereich, Gesäß und Lendenwirbel arbeiten wunderbar mit. Jetzt zeige ich dir die Variante, wenn du einen Gegenstand dazu nimmst. Tennisball ist immer sehr gut zu halten. Du kannst hier das Bein fixieren, ja, indem du deinen Tennisball schön in deine Kniekehle ziehst. Ferse ziehst du an. Spannung in dein Gesäß und dann beugst du. Und die Spannung bleibt permanent. Ja, ist immer ganz wichtig. Eigene Körperspannung, das Fühlen, was wir da quasi machen. Und dann geht es auch hier einmal stabil halten, leicht nach außen, nach innen schieben. Leicht in der Position nach außen und nach innen schieben. Auch hier wieder wechseln. Euer Standbein muss ganz schön viel aushalten. Euer Standbein arbeitet tüchtig mit. Versucht beide Varianten. Lockert und löst. Dann geht ihr erstmal wieder rein in quasi die Mobilisierung. Ellenbogen, Schulter sind entspannt. Schulter ziehst du zurück. Beide Beine schließt du, dass du hier gut mittig stehst. Standbein ist gebeugt und auch erstmal hier die komplette Länge. Erstmal gucken. Ne? Mobilisiert euch nochmal, macht euch nochmal rund. Schaut erstmal, wie die andere Seite funktioniert. Dann ist der Oberkörper wieder stabil und das Knie geht nicht höher als unser Gesäß. Nachdem wir hier jetzt den Winkel optimiert festgelegt haben und reingespürt haben, wie das so funktioniert, geht es wieder mit einer leichten Körperspannung mit dem Ball oder dem Gegenstand fixiert wieder ran. Ich mache noch 2
Du kannst dir die Wiederholungen selber einbauen, dann fixiere ich, gehe ganz sanft von außen nach innen. Sehr schön. Ein paar Mal auch hier wieder lösen und wechseln. So, jetzt kann es ja sein, dass euer Hocker oder euer Tischlänge oder euer Stuhl zu niedrig ist und ihr quasi in dieser Beugeposition nicht so gut und angenehm arbeiten könnt. Ihr habt eine Wand, ihr habt einen Türrahmen, ihr habt zu Hause einen Schrank. Je nachdem, wie ihr gut stehen könnt, holt euch die Hilfe. Ja, das, was wir quasi gar jetzt gerade gemacht haben, geht auch wunderbar in der Position, ja, in der Aufrichtung. Ja, hat zwar jetzt nicht im Stehen viel mit dem Hocker zu tun, aber die Kombination zwischen Sitzen und Stehen ist, glaube ich, wunderbar. So, auch hierzu kleine Wiederholungen. Ganz wichtig, wieder ausruhen, wieder hinsetzen, Pausen machen und dann können wir das nächste Mal bestimmt wieder gemeinsam andere Sachen entdecken. Macht's gut!